zum geheimen Treffen gehen. Triff dich mit deinem Team, um herauszufinden, ob es die richtige Wahl für einen Wechsel ist. Wieso kriegst du denn ein Angebot? Du bist kackletzter geworden. Ja, ich habe halt andere. Mir fällt nichts ein. Handlung fortsetzen. Cool ist auch, dass die Verhandlung ohne irgendwelche Geräusche abläuft. Ja, das ist ja auch eine geheime. Ach so, stimmt. Herzlich willkommen hier bei den Teenagers vom Mars und den besten F1-24-Fahrern der Welt, nämlich Philipp und mir. Und wir sind heute am zweiten Rennwochenende und wir sind in Australien. Und ich würde sagen, nach einem kurzen Intro geht's schon ab auf die Piste. Muss jemand anderes malen. Ja, Simon hat 18 Punkte, der ist nämlich Zweiter geworden. Ich bin irgendwie Platz 15, 16, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich habe 0 Punkte. Ich sag mal so, es lag am Start. Wer das verpasst hat, direkt mal da nochmal hier. Einmal hier kurz Pause machen und dann ins Video davor und dann kommt ihr wieder zurück. Genau, und schämt euch. Wieso regnet's? Weil wir in Australien sind. Und in Australien regnet's nicht. Ja, Leute, falls ihr irgendwas Schönes unter das Video geschrieben habt, haben wir noch nicht gesehen, weil zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme ist das Video leider noch nicht draußen. Ja, und ich weiß, ich hatte das letzte Mal die TV-Kamera versetzt an. Ist ja auch irritierend, dass ihr das nochmal in die Kommentare geschrieben habt. Ich gehe davon aus, dass jemand reingeschrieben hat. Natürlich, die sind doch immer aufmerksam, die Leute. Gerade wenn du was fragst. Gerade wenn ich was falsch mache. Das auch, ja. Alter, schlittert das. Was ist hier los? Ich dachte, ich habe Regenreifen drauf. Simon auch wieder am Physik skippen. Australien auch wieder so Heimstrecke, muss ich sagen. Ich fühle mich direkt wieder heimisch. Heimstrecke? Ja. Ich hoffe, das Rennen ist nicht im Regen. Nee, ist nicht. Du hast die einzige Trainingssession genommen, die im Regen ist. Alle anderen sind nicht im Regen. Oh. Ja, auch mal ein bisschen hier Abwechslung. Mann, ich bin schon nass bis auf die Unterhose. Boah, das würde mich mal interessieren, ob man in so einem Formel-1-Wagen überhaupt nass wird. Ich glaube fast nicht. Wieso das denn nicht? Ja, du liegst ja komplett in der Karre. Ja, da kommt dir nur noch dein Helm raus und du fährst so schnell. Meinst du, die können den Regentropfen ausweichen oder was? Physik, Simon. Hast du noch nie Mythbusters geguckt, wo die mit dem Cabrio durch einen Regenfall geflogen sind und der Wagen, also der Fahrer, nicht nass geworden ist? Ein Regenfall. Ja. Was ist denn ein Regenfall? Feuchtigkeit. Wenn du redest, dann ist es wie ein Regenfall. Du auch mal in Physik besser aufgepasst, wa? Du in Deutsch dann auch noch mal hier auf, ne? Ja. Die Regenreifen können etwa 65 Liter Wasser pro Sekunde verdrängen. Hast du gehört? Ja, ich soll 65 Liter Wasser verdrängen. Ja, das schaffst du ganz gut. Willst du denn hin? Ich hab ein bisschen was geguckt. Ja, bist du hinter mir? Ja. Weg! Ich will dich wegrammen. Also, ich kann die Strecke jetzt schon auswendig. Ich auch. Ich auch. Ja. Jetzt kommt gleich eine Rechtskurve, nämlich. Mhm. Danach kommt nochmal ein Streckenabschnitt. Nein, perfekt. Ja. Ja. Und zwar jetzt hier. Wusstest rechts. Du, kurzer Funfact, dass man beim Regen die Curbs nicht mitnehmen sollte? Ja. Das weiß ich von Formel 1 2023. Die Session, die auch auf unserem YouTube-Kanal lief. Wenn ihr das verpasst habt, schaut in die Playlist. Es gibt eine Playlist für Formel 1 2023. Ist mir am Kopf gefallen, oder? Nein. Hast du den Lenkrad davor gehauen? Mann, Curves! 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 Alter, wo bist du denn? Nein, das ist Curves. Muss ja, weil es im Regen ist, dann heißt es Curves, damit es auch feuchte Aussprache ist. Wo bist du? Geh weg! Ich bin direkt hinter dir. Ich fahre dir her und guck mal, was du so machst. Ich mag das schon nicht. Zu viel Druck? Zu viel Druck? Ich mag schon nicht, hinter einem herzufahren und dann noch weniger, wenn einer hinter mir fährt. Hä? Kirby. Ach, genau. Weg! Yo! Bist du Loser? Tschüss! Oh! Zu viel nach hinten geguckt. Einfach mal gegen die Wand gefahren. Zeit für das Qualifying. So, Rolex. Willkommen zu Hause. Zur Strecke. Fliegender Start. Oh, fliegender Start, auf geht's ins Qualifying. Jetzt alles geben. Kam jetzt auch ganz überraschend, ne, der fliegende Start. Der war wenigstens nicht so brutal.
Aber apropos brutal, ich habe sehr brutal gebremst. Ah, hier ist trocken. Wow, das klang irgendwie sehr ekelhaft. Hast du das schon mal gesagt? In Anwesenheit deiner Frau? Ja, ich sage auch immer Ekeligen. Anlauf statt Kleinkind. Ekeligen! Das ist ein seriöses Format hier. Bitte ja, okay, dran. Was machst du denn hier? Schalte mich aus. Ich gebe Vollgas. Nee, ich gebe Gas, ich hab Spaß. Ich mache nur 90% heute. Oh, schnelle Strecke, okay. Ne? Im ja, Gegensatz zum Strecke. Regen, echt? Ja, ist voll der krasse Unterschied. Ich hoffe, ich verkacke den Start heute nicht. Ja, wäre nicht schlecht. Oh, den Körb habe ich aber krass mitgenommen. Ja, das merke ich noch im Gesäß, Alter. Im Gesicht? Nein, hör auf zu lachen. Nein, ich dreh mich nicht. Oh, nee, heiße Kartoffel. Scheiße. Scheiße, Schissi. Das könnte mein Tod sein. Bist du erst echt gedreht? Nee, nicht ganz, aber ich war schon so 70 Grad, 16. Platz, super. Oh. Da fängt schon wieder an. Ich habe so ein Déjà-vu. Ich denke, wir sind im letzten Jahr schon wieder. Ist auch mit so. Dir. Einfach wieder nur am Jammern. Boah, das war echt, das hat mich alles gekostet. So, da sind wir in Australien, Philipp. Es ist an der Zeit. Ja, hast du schon dreimal jetzt gesagt. Man kann es nicht oft genug sagen. Hey, Rolex. Man kann es nicht oft genug sagen. Okay. Oh, meine Kupplung muss mal geölt werden. Quietscht ein bisschen. Hast du nicht gerade gesagt, dein Hund liegt da drunter? Vielleicht ist das im direkten Zusammenhang. Oh, Entschuldigung. Stimmt. Entschuldigung. Auf was warte ich denn schon wieder hier? Ja, ich habe jetzt auch mal einen Start gedrückt. Ich bin hier vorne in dem Mercedes. Wo ist gar kein Mercedes? Oh, ist ein ist Martin? Ein Aston Martin. Mann, ich warte immer noch. Ja, ich wollte mir jetzt hier nochmal den Aston. Ja, und jetzt warte ich, weißt du? Ah, jetzt. So, Klatsch gedrückt und Gas gedrückt. Auskuppeln, okay, ich hab's geschafft. Auskuppeln. Ich fahr durch die Mitte komplett. Ach du Scheiße. Alle aus dem Weg. Ich sehe doch den Philipp wieder im Hintergrund. Ey, weh, einer dreht mich hier raus, ihr kleinen Lümmel, Alter. Oh, kurz über die Wiese abgekürzt. Das darfst du gar nicht. Ich hasse es, hinter anderen Leuten herzufahren, ne? Da habe ich mich ganz schön, nein, reingedrückt. Ja. Hast du das schon mal in der Anwesenheit einer Frau gesagt? Scheiße, das war dieselbe Kurve wie gerade. Komm, der war gut. Ja, der war gut, aber ich möchte gerne, aber nehme einen nicht. Den behalte jetzt für mich, auch einfach mal in dem richtigen Moment die Schnauze halten. Leute, Tipp fürs Leben. Einfach mal auf die Zunge beißen auch. Herrlich. Herrlich. Und, wie ist das Wetter da hinten? Er sagt, der Start war okay. Gut. Bin ich zufrieden mit. Wie viel davon ist das? Eigentlich jetzt auch abschalten. Pff, fuck, ich bin voll im Stroll reingefahren. Stroll? Weiß ich nicht. Ich bin Platz 11. Im Stroll reingefahren. Platz 10. Alles klar. Dann hätte sie irgendwie anstrengend an. Und du, bei dir richtig langweilig, glaube ich, ne? Ja, bei mir ist wieder hier. Aber, keine Ahnung, weiß ja auch nicht. Starte demnächst von hinten. Ich soll ruhiger fahren, am Arsch. Was will die Vier von mir? Wieso werde ich denn hier mal gebumst? Sei ruhig hier, der Johnny redet mit mir. Welcher Johnny? Esther Meloka. Hä? Hä? Welcher Esther? Ich war kurz Spanier. Esther Meloka, Alter. Loco, loco. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Ich bin in den Top 10, Simon, ich krieg Punkte. Geil, weißt du, was das Schlimme ist? Ich schwitze schon wieder, ja. Bin eine Sau. Ja, du bist halt auch fett, ne? Richtig, ich muss mal echt abnehmen. Und ich meine nicht das Telefon. Ich wollte gerade einen Telefonwitz machen. Telefonmann. Oh Mann, da habe ich mich aber auch rangepresst, du. Ist das auch schon mal ein? Okay, was ist das? Lassen wir's. Oh, da könnte der Schiri sagen, du, nee, dann war ein Foul. Schiri. Ich bin im EM-Fieber, du auch?
Ich? Was? Wie? Wo? Ja. EM-Fieber. Nee. Europameisterschaft. Scheiße, ich halt die Fresse. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich bin nur noch in Formel 1-Fieber. Njo. Ich hab hier ein hartes Rennen. Ich hab voll vergessen, ERS zu nutzen beim letzten Mal. Wir müssen auf den beschädigten Frontflügel aufpassen. Schon in etwa. Jetzt wieder eine Rundenzeit von 1:24.225 soll ich jetzt machen. Ich habe eine Aufgabe bekommen. Ey, einmal kurz, das waren jetzt wohl Reflexe hier, oder? Ja, du spielst ja schon also, Videogames. Ist ja wichtig für Reflekte. Reflekte sind wichtig. Ja, Reflekte sind unangefochten wichtig, aber die lernt man halt bei Videogames. Ich könnte schwören, ich habe ab und zu mal so Grafikglitches, die richtig scheiße aussehen. Okay. Aber ich kann mich da nicht so richtig drauf konzentrieren. Alter, er haut mich fast aus der Bahn. Ey, beim Philipp klingt es richtig spannend. Muss man sagen. Ist auch. Muss man sagen. Oh Gott. Ich fahre hier gegen mich selber. Und ich fahre hier mit einem kaputten Flügel, ne? Scheiße, ich habe ERS voll aufgebraucht. Scheiße. Mach mal nicht, weiß, weil sonst der Motor mehr Energie braucht, um die Batterie wieder aufzuladen und mal weniger Leistung. Ich weiß, habe ich nicht drauf geachtet. Alter, das ist ja. Stell mir mal eine richtige Aufgabe, Kollege. 1:24, ich mache eine Rundenzeit von 1:21, Leute. Ich heiße Simon Machete. Wie lange noch? Ich bin in der vorletzten Runde. Nein, ich werde schon wieder überholt. Was ist das denn? Nö, vom 1-Wagen wahrscheinlich. Hast du das eigentlich vom letzten Rennen jetzt irgendwie verstanden, warum ich vor dir im Ziel war und trotzdem hinter dir? Nee. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht verstanden, warum ich nicht Erster geworden bin, weil ich habe nie einen Gegner gesehen, der vor mir war. Auch beim Start nicht. Der war einfach weg. Mein Geist. Hat 24 irgendwie extreme Bugs oder was? Ja, könnte man sagen. Ich habe gerade einen Helikopter in der Welt gesehen. Da keine Ahnung, was der hier macht. Du hast einen Helikopter in die Welt gesetzt? Ja. Helikopterpapa? Scheiße, weißt du, was wir vergessen haben? Nee. Den virtuellen Rückspiegel einzuschalten, der fehlt mir gerade extrem. Stimmt. Dann könnte ich wenigstens Gegner sehen. Oh, scheiße, ich habe voll abgekürzt. Ich muss mich überholen lassen. Und wie viel? Scheiße. Ja, dadurch haben mich mehrere überholt, weil ich ja schon gut bremsen muss, ne? Ich bin jetzt in der letzten Runde. Nein! Kreative Interpretation, was die Streckenbegrenzung angeht, nicht so toll. Du hast gerade 3 Sekunden Strafzeit erhalten. Okay, das war nicht ganz das, was wir brauchen. Was passiert? Erzähl's. Aber hör zu, keine Sorgen. Okay, irgendwie spannend eigentlich so. Alter! Welche Benjamin Blümchen-Folge ist das? Also ich kämpfe hier richtig eklig. Es ist kein schönes Fahren, was ich mache, aber es macht Spaß. Ich habe ja beim Zugucken auch so viel Spaß wie ich beim Fahren. Also ich habe auch richtig viel Spaß. Nicht die Schneidezähne vorne. Nein, das ist, ja, weil mir der Flügel vorne fehlt, extrem in die Asche gefahren. Oh Gott, jetzt, oh Gott, komm, fahrt alle vorbei, komm. Asche, sagt er. Ja, Schotter. Scheiße, Alter. Philipp denkt auch, wir fahren hier im Ruhrgebiet. Auf Kohle geboren. Nein. Aua. Geschieht dir recht? Einfach mal, Alter, ich hatte einfach mal der mein Lenkrad einfach mal kurz auf zu stottern. Mein Auto stottert aber auch. Ich habe einfach mal kurz mein Lenkrad verloren. Oh Gott, ich muss so langsam fahren, ne? Scheiße, es gibt heute keine Punkte für mich. Na, toll. Karierte Flagge. Oh nein. Ja, alles klar. Alles in Ordnung? Ach. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Alter. Ey, wenn dir vorne der Flügel fehlt, ne, hast du so einen fucking langen Bremsweg. Ja, stimmt. Man kennt den Walk of Shame, Mann, von mir, ne? Ich meine, ich habe mich gut geschlagen, bin eigentlich zufrieden. Aber ich bin rausgeflogen. Wie? Ich bin rausgeflogen. Ach Mensch, du warst doch in der Top 10. Ja, aber am Ende in der letzten Strecke auf jeden Fall nicht mehr. Guck ihn dir an, da ist er, der feiert, der Simon Machete, der feiert ihn ein bisschen. Ist ja schon langweilig, da einfach vorne mal glatt durchzufahren. Ich verstehe nicht, wie du das so gut machst, ey. Einfach einen guten. Hattest du überhaupt irgendeinen Kontakt? Nö. Wahnsinnig spannend. Ich hatte 9 Sekunden für Spannung Vorsprung. Habe ich ja wohl besorgt hier 9 heute. Sekunden Vorsprung. Alter, okay.
Das ist crazy. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Simon. Danke. Ich schaue dann von unten zu. Sieger der Herzen. Toll. Dann danke fürs Zusehen. Haut ihr rein. Bis zur nächsten Woche im dritten Abo, Rennen. Abo da lassen. Abo. Ja, genau. Was Abo. Der Philipp stottert. Tschüss. Abo.